Ja, wir befinden uns hier mit dem Armin Müller-Stahl. Sie blicken auf ein großes Lebenswerk. Uns würde interessieren, welches sind die Themen, die Sie im Leben am meisten faszinieren? Und wie drücken sich diese in Ihren Bildern aus? Die wechseln. Wissen Sie, alles, was mich berührt, bewegt, politisch, was ich sehe, was in der Welt geschieht, das will Bild oder Wort werden. Wenn es Wort werden will, dann schreibe ich darüber, und wenn es Bild werden will, dann male ich das. Und das ist auch ein therapeutischer Vorgang, und die Themen kommen so schnell wie im Moment leider die Horrornachrichten, die wir jeden Tag erleben müssen. Sie werden zitiert mit den Worten: Beim Zeichnen ist man selbst Regisseur, es gibt keine Verbote, man hat alle Freiheiten. Das ist richtig, das ist der einzige künstlerische Moment, wo ich fliegen kann, wie ich das nenne. Ich stoße an keine Kanten an. Das ist sehr angenehm, frei zu sein. Sie müssen gewissermaßen aus dem Kopf, müssen Sie den Bauch holen. Das sind die Bauchgefühle, die Sie dann plötzlich zu Bildern werden lassen. Und welches Bild kam Ihrer Persönlichkeit bisher am nächsten? Und das kann, es sind so viele. Wissen Sie, so viele Bilder, die, Sie werden es ja hier sehen. Haben Sie es schon gesehen? Wir gehen gleich mit Ihnen durch. Wir werden es gleich gemeinsam bewundern und kennenlernen. Im Moment sind es farbige Bilder, die ganzen furchtbaren Terrorakte in Nizza, in Paris und so in einem großen Bild verarbeitet habe. Und das sind alles helle Farben. Weil es waren alles helle Momente. In Nizza war es eine Promenade, in Paris war es ein Konzert, in Berlin war es ein Weihnachtsmarkt. Alles helle Farben, wo das Furchtbare geschah. Sie machen ja damit aus diesem negativen Moment doch etwas Positives. Ist das auch ein politisches Statement, dass man positiv weiterdenken muss? Versuchen muss, daraus auch positive Erfahrungen zu ziehen, etwas Positives abzuleiten? Ja, natürlich. Das Leben geht weiter. Infolgedessen benutzen Sie oder benutze ich das nicht Guernerica. Es gibt die schwarz-weiß tragischen Momente des Lebens. Die sind hier aber nicht da, sondern das sind im prallen Leben geschehen diese furchtbaren Dinge, und das Leben macht keinen Halt deswegen. Es geht weiter, und wir sollten auch darauf achten, dass es immer weitergeht. Ja. Dass wir uns nicht zu sehr einschüchtern lassen von diesen Dingen, sonst hat uns die Angst zu sehr im Griff. Aber das sind auch einzelne Momente nur. Ja. Sie sind ja sehr weite, mutige Wege in Ihrem Leben gegangen. Ich habe mir so die Biografie heute nochmal durchgelesen, im Prinzip aus dem Osten kommt, in die USA gegangen, also der extreme Gegensatz, und dann wieder zurück. Sie müssen ein neugieriger Mensch sein, ne? sonst macht man sowas nicht. Wahnsinnig mutig, neugierig und... Also eine Mischung von Mut und Dummheit. Denn wenn ich mit knappen 60 Jahren nach Amerika gehe und spreche kein Englisch und will Karriere machen, dann ist sozusagen diese Linie ein wenig brüchig. Es ist nicht ganz klar, ob es mehr dumm oder mehr klug ist. Aber generell gehört zum Leben, das ist meine Devise immer gewesen, lieber ein Knick in der Karriere als im Rückgrat. Und daran habe ich mich im Wesentlichen auch gehalten. Das ist ein tolles Statement. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Wir freuen uns jetzt auf die Erklärung Ihrer Bilder, und ich danke Ihnen, dass Sie sich so spontan Zeit genommen haben. Danke. Gerne. Danke, meine Damen und Herren.